hier in Interviews gemacht. Sieg, bei deinem Wiedersehen in Leipzig, wie war es für dich? Ja, sehr emotional. War vor dem Spiel schon viele Gesichter getroffen. Gefühlt konnte man gar keinen Fokus richtig finden aufs Spiel, weil einer nach dem anderen Hallo, Hallo, Hallo gesagt hat. Und ja, Trainer, gute Laune ist immer schön. Und ja, aber am Ende, als Anpfiff ertönte, konnte ich den Schalter umlegen. Und wir haben als Mannschaft, glaube ich, alles wieder reingehauen und einen geilen Sieg eingefahren. Ja, ich fühle mich sehr gut. Was denn? Achso, danke. Ja, nee, richtig geil. Wieder 3 Punkte, war extrem anstrengend, aber das wussten wir vor dem Spiel schon. Und ja, wir sind jetzt froh, dass wir den nächsten 3 einfahren konnten und ja, alles super. Ich glaube, die Moral der Mannschaft wird immer mehr deutlich. Wir haben eine geile Truppe zusammen und ja, haben einen ganz wichtigen Sieg gezogen. Also der Ball kommt vor mir runter, ich halte noch einen Fuß dran. Aufsetzer springt hoch und er kratzt ihn dann noch über die Latte. Also ich wollte den Ball aufs Tor bringen, normalerweise ist er eigentlich drin, aber den hält er auch gut. Ich habe ein bisschen gegen die Laufrichtung gespielt, aber vielleicht noch ein bisschen platzierter. Mit einem 2-0 wäre es natürlich dann ein bisschen ruhiger gewesen, aber ja, war eine gute Flanke von Elias, glaube ich. Ja. Schade, dass er nicht reingegangen ist. Ja, sehr gut. Also ich glaube, vorher hätten wir das alle unterschrieben und ja, dass jetzt soweit sind, sind wir sehr glücklich, aber wir machen weiter. Jetzt haben wir erstmal ein paar Tage frei, durchatmen und dann geht's wieder rund. Ja, na klar, für die Viererkette, Torwart oder für die ganze Mannschaft ist immer schön, zu Null zu spielen. Und so ein 1-0-Sieg über die Zeit zu bringen, ist auch immer was Geiles. Ist uns jetzt 2-mal hintereinander gelungen und ich glaube, wir sind auf einem guten Weg. Also die ersten 20 Minuten sind wir hoch angelaufen, haben viel Druck gemacht, haben den Gegner zu Fehlern gezwungen. Natürlich können wir das nicht über 90 Minuten spielen, sind dann ein bisschen tiefer gefallen, was im Sinne nicht schlecht ist, aber sind teils passiv geworden und haben damit den Gegner ein bisschen wieder reingeholt. Dann war es ein offenes Spiel und ja, wie es dann so ist, Auswärtsspiel, die Fans haben auch nochmal der Heimmannschaft einen Push gegeben, aber wir haben es sehr, sehr gut verteidigt. Ja, ich glaube, der Gegner hat dann ein bisschen höher gepresst. Ich glaube, wenn wir das dann irgendwann noch hinkriegen, das zu überspielen, dann kann das eine Wahnsinnssaison werden. Aber jetzt nehmen wir das erstmal mit. Ich glaube, die ersten 20 Minuten waren überragend. Wenn wir das wirklich mal ein ganzes Spiel hinkriegen, dann weiß ich nicht, wer uns da stoppen sollte. Wie sehr freust du dich jetzt auf 3 Tage frei? Unglaublich doll. Erstmal durchatmen, mit der Zeit mit der Family verbringen. Also freue ich mich sehr. Hoffentlich wird das Wetter gut. Ja, ich hoffe auch. Danke. Ach, über. Also, ich werde jetzt erstmal nach Hause fahren und freue mich sehr, sehr doll. Ja, sehr gut. Also besser geht's nicht. Sehr gut. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal hatte. Deswegen ist es schon sehr schön. Kann man in die Heimat fahren, Familie sehen und ist schon cool. Schön. Ne? Danke. Schöne freie Tage. Danke, ne? Danke auch. Jakob, war vorsichtig, ne?